1, 2, 3. Ich darf herzlich grüßen zu unserer Bubenberg-Wallfahrt heute am 1. Mai und freue mich, dass sich ja, einige zusammengefunden haben, die ja vielleicht noch mehr werden, um den Weg zum Bubenberg zu gehen. Wir wollen mit dem Pilgersegen aufbrechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, du hast deinen Knecht Abraham auf allen Wegen unversehrt behütet. Du hast die Kinder Israels auf trockenem Pfad mitten durch das Meer geführt. Durch den Stern hast du den Weisen aus dem Morgenland den Weg zu Christus gezeigt. Geleite auch uns auf unserem Pilgerweg zum Bubenberg. Lass uns deine Gegenwart erfahren und mehre unsere Liebe. Schütze uns vor allen Gefahren und bewahre uns vor jedem Unfall. Führe uns glücklich ans Ziel unserer Pilgerfahrt und lass uns unversehrt nach Hause zurückkehren. Gewähre uns schließlich, dass wir sicher das Ziel unserer irdischen Pilgerreise erreichen und das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So segne, beschütze und begleite euch der dreieinige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist. Gegrüßet seist du. Thank you.
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, liebe Wallfahrer aus unserer Pfarrgemeinde St. Johannes in Itting. Nach 2 Jahren sind wir jetzt in großer Gemeinschaft am 1. Mai wieder hierher gekommen auf den Buchen Bergen am schönen Festtag Maria, Patrona Bavaria, Maria, Schutzfrau Bayerns. Das Bayernland ist ohne Marienverehrung kaum vorstellbar. Zahlreiche Marien, Kirchen, Säulen, Statuen, Wallfahrtsorte prägen unser Land. Die Marienverehrung reicht weit zurück und gerade das Bild der Schutzmantel Madonna ist es, was viele Menschen in schwierigen Zeiten, Zeiten von Krieg, Unruhen, Krankheit und Katastrophen unter dem weiten Mantel der Gottesmutter Zuflucht suchen und finden ließ. Und wir kommen jetzt heute mit unseren bekannten Nöten und Anliegen und auch mit all dem, was jeder selbst an Bitten im Herzen trägt. Wir dürfen all das Maria zu Füßen legen und unter ihrem Schutz und Wirken fliehen. Maria, sie hat uns Jesus gebracht. Hier in der Darstellung als Martha Gravida auf dem Bogenberg trägt sie das Kind noch in ihrem Leib und zu ihrem Herzen. Und so ist sie diejenige, die Jesus durchs Leben trägt. Und das ist im Grunde auch unsere Aufgabe, dass wir Jesus in uns tragen, dass er der Herr und der Freund unserer Seele ist. Und so wollen wir uns zum Herrn und bekennen in Kyrie sein Erbarmen erbitten. Herr Jesus Christus, du bist aus Maria Mensch geworden in dieser Welt. Kyrie eleison. Du hast uns Maria zur Fürsprecherin gegeben. Christe eleison. Du hast Maria in die Herrlichkeit des Himmels erhoben. Kyrie eleison. Der Herr erbarmt sich unser Mitleid von uns alles, was uns das Leben beschwert, damit wir in freien und guten Herzen diese Feier begehen. Und herrscht in alle Ewigkeit.
Simon Petrus, Thomas genannt Didymus,
Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und isst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstand. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Evangelium vom dritten Ostersonntag. Es ist ein Nachtragskapitel im Johannesevangelium. Diese Szene vom reichen Fischfang wurde erst nachträglich hinzugefügt. Und was hier beschrieben ist, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Denn bereits beim Evangelisten Lukas gab es eine ähnliche Szene bei der ersten Jüngerberufung. Jesus hat auch dort einen wunderbaren Fischfang initiiert und dadurch die Jünger an sich gezogen. Der Evangelist Johannes, er macht das oft so, dass er Szenen aus Lukas, Matthäus, Markus aufgreift und an anderer Stelle in sein Evangelium wieder einbaut und neu deutet. Und so ist das mit der heutigen Szene eben auch. Und das wurde als neuer Abschluss des Johannesevangeliums hinzugefügt. Und um was es hier geht, das ist nicht eine historische Szene der Auferstehung, sondern hier wird in einer Art Allegorie etwas anderes erzählt. Es wird nämlich die Geschichte der jungen Kirche hier erzählt, was sich seit der Auferstehung zugetragen hat, bis in dieses Jahr 100 nach Christus, als das Johannesevangelium seine endgültige Fassung fand. Da
hat sich nämlich etwas zugetan. Zunächst die Mission Jesu, das Volk Israel zu bekehren. Es war am Kreuz nach den Maßstäben des Erfolgs dieser Welt gescheitert. Auch ein Ansatz der Jünger, dass sie nach seiner Auferstehung den Menschen in Jerusalem den Glauben verkündet hat, denn das hatte keinen durchschlagenden Erfolg, das war im Grunde wieder ein Fehlschlag. Aber dann, nach dem Jahr 70, werden die Juden hinaus vertrieben in den vorderen Orient und dort in den Städten, in den Großstädten des vorderen Orients geschieht ein großes Wunder. Dort zündet der christliche Glaube und viele Menschen kommen hinzu, lassen sich taufen. Und wenn wir mit diesem Wissen und vor diesem Hintergrund nochmals auf diese Szene vom reichen Fischfang schauen, dann können wir genau diese Geschichte darin entdecken. Jünger zunächst beim Fischen, kein Erfolg. Und dann kommt Jesus hinzu und sagt, fahrt noch einmal hinaus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und dann dieser überwältigende Erfolg. 153 Fische, man kannte damals 153 Fischarten. Und wir können leicht ahnen, auf was das anspielt, auf diesen wunderbaren Erfolg der jungen Kirche, den man im Wirken des Auferstandenen zugeschrieben hat. Liebe Schwestern und Brüder, als nun dieser Erfolg sich eingestellt hat, da spricht der Jünger, den Jesus liebt, die Gemeinde des Johannes, den entscheidenden Satz. Es ist der Herr. Ich weiß nicht, ob wir mit unserer Weise eben zu beten, Jesus anzusprechen, die Dimension dieser Aussage erahnen können. Denn der Herr, das ist der Gottesname. Man scheute sich ja im Judentum, den Gottesnamen auszusprechen und sagte stattdessen ein griechisches Wort, Kyrios, Herr. Und an dieser Stelle wird der Auferstandene der Herr genannt. Ist also ganz auf der Seite Gottes. Zuvor galt Gott als unanschaubar, galt Gott als der Ferne, der Große, der sich nur im Verborgenen zeigt. Und hier an dieser Stelle wird nun Gott sichtbar in einer Person, in und das ist ein gewaltiger Schritt für unseren Glauben, etwas, das wir vielleicht als selbstverständlich erachten. Aber wir müssen das für unser Leben immer wieder neu bedenken und fruchtbar machen. Gott zeigt sich in einer Person. Wir können ihm begegnen in einem Menschen. Und was damals galt, das gilt auch heute. Auch heute können wir in Menschen, die vom Geist Jesus beseelt sind, die an seine Auferstehung glauben und Auferstehung leben, Gott selbst begegnen. Vielleicht auf diese Weise, wie es im Evangelium heute angedeutet war, der Auferstandene hat für die Jünger schon das Frühstück bereitet. Auf dem Kohlenfeuer Fisch und Brot. Und das können wir vielleicht als Geste auch selbst spüren, dass uns Gott begegnet in einem, der das Frühstück schon bereitet hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Und noch eins, liebe Schwestern und Brüder, können wir ziehen aus diesem heutigen Evangelium. Es gibt die Nacht der Erfolglosigkeit, die Jünger hier durchlebt haben. Im Johannesevangelium heißt es oft vier Phrasen, der Gottesferne und des Scheiterns, es war Nacht. Es war Nacht
als Judas hinausging, um Jesus zu verraten. Auch wir kennen diese Situation der Nacht. Sie ist uns nicht unbekannt, nicht fremd. Die Nacht einer Krankheit, eines Schicksalsschlages, die Nacht der Erfolglosigkeit, die Nacht mangelnder Anerkennung, die Nacht der Enttäuschung, die Nacht des Verrats. Das Evangelium sagt uns heute, es lohnt sich, manche Nacht durchzustehen, durchzuwachen in dem Bewusstsein, dass ein neuer Morgen kommt und der Auferstandene am Ufer unseres Lebenssees, unseres Lebensmeeres steht und uns einlädt, bei ihm Platz zu nehmen, zum Mahl, wo wir ihm begegnen, wo ein neues Leben, ein neuer Anfang mit ihm möglich ist, wo er diesen schenkt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Mit der traditionellen Fußballfahrt Ittling herauf auf den Bugenberg haben wir den Marienmonat im Mai eröffnet. Maria zeigt sich nicht nur jetzt im Mai, sie lädt uns das ganze Jahr über ein, mit unseren Sorgen, Anliegen, Freuden und Hoffnungen zu ihr zu kommen. In den Fürbitten jetzt betrachten wir einige Feste im Jahreskreis, in denen wir die Gottesmutter besonders verehren. Wir hören von der Bedeutung der Marienfeste, sprechen unsere Bitten auf die Fürsprache Mariens vor ihrem Sohn aus und legen dazu Symbole auf dem Altar ab. Gleich am 1. Januar vertrauen wir der Gottesmutter das neue Jahr an und stellen uns unter ihren Segen. Wir beten für alle Menschen, die ihr Leben unter dem besonderen Schutz Mariens stellen und von ihr Hilfe und Stärkung im Glauben erhoffen. Zu Maria, unserer Schwester im Glauben, rufen wir. Thank you.
bitten darum, dass du unsere Fluren und Städte beschützen mögest. Wir beten für die Bevölkerung unserer Heimat und danken, dass wir in Sicherheit, in Frieden und Sicherheit leben dürfen. Wir wollen heute aber auch an jene denken, die wegen kriegerischer Auseinandersetzung ihre Heimat verlassen müssen und auch bei uns Schutz und Sicherheit suchen. Zu Maria, der Königin des Friedens, rufen wir. Wir dürfen auf ihre Fürsprache bei Gott, unserem Vater, vertrauen.
Vertrauen durch ihren Sohn, jetzt und in Ewigkeit. Lassen uns bieten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast den Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir um Christus, unseren Herrn. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert, stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Christus von den Toten auferstanden ist. Und ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitte wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden im Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen im Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in deinen Tag. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Blut des Lebens und den Kelch des Heiles ab. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche gestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Verstandene trat Ostertag mit seiner Jünger und sprach den Frieden zu uns. Bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns mit dem Brot vom Himmel gestärkt. Bewahre uns unter dem Schutz der seligen Jungfrau Maria. Mach uns treu im Glauben und lass das Werk unserer Hände gelingen. Darum bitten wir um Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Ende unseres Wallfahrtsgottesdienstes möchte ich herzlich danken. Es gibt vielen jetzt zu danken, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Herzlichen Dank allen, die Fußballfahrt jetzt wieder belebt haben. Da möchte ich besonders unserem Theo Huber, Kirchenrat, Pilgerführer, herzlich danken, der maßgeblich auch die Vorbeterdienste übernommen hat und viel an Organisation auch allen, die ihn unterstützt haben in seinen Diensten. Ein herzliches Vergelt's Gott den Feuerwehren, zu Gittling, Freiwillige Feuerwehr, Amselfing, Verkehrssicherung und natürlich jetzt hier beim Gottesdienst, schönen Fürbitten, die gestaltet worden sind, alle Dienste, Kirchenmusik, liturgische Dienste, vielmals vergelt. Sie können jetzt, wenn Sie wollen, mit dem Bus ab Gasthaus Moosburner wieder nach Ittling zurückfahren oder eben im Gasthaus auch einkehren und nach der Einkehr, Viertel nach elf, halb zwölf, fährt der Bus nochmals nach. Ich wünsche allen einen recht gesegneten und schönen Feiertag, Sonntag heute. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria segne, beschütze und begleite euch der dreieinige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.